Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, das er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. Zitierte Papst Benedikt in seiner Regensburger Rede den byzantinischen Kaiser Manuel II. Ein Empörungstsunami brandete daraufhin durch die islamische Welt aufgrund der vermeintlichen Falschheit der Aussage und einer angeblichen Beleidigung von Allahs Propheten. Zu Recht. Zu Unrecht. Die Welt hat ein berechtigtes Interesse an dieser Frage. Zumal auch US-Präsident Obama in seiner Kairoer Rede den Islam als friedliche Religion dargestellt hat. Und so sollten wir einfach mal die beiden Verkünder des christlichen und des islamischen Glaubens, Jesus und Mohammed, vertreten durch Kaiser Manuel und einen islamischen Theologen, selbst sprechen lassen. Beim Vergleich von Evangelium und Koran müsste sich ja zeigen, ob Mohammed 600 Jahre nach Christus etwas Neues gebracht hat und wenn ja, inwiefern. Was spricht denn nun Jesus Christus? Und was hat Mohammed Neues gebracht? Zentrale Gebote und Glaubensforderungen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie kämpfen für Allahs Sache. Sie töten und werden getötet werden. Das ist mein Gebot an euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch liebe. Zu kämpfen ist euch vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und wenn sie um Gnade bitten, so wird ihnen keine Gnade erwiesen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die für seine Sache kämpfen, in einer Schlachtordnung gereiht, als wären sie ein festgefügtes Mauerwerk. Nach dem Evangelium ist die Liebe zu sich selbst und zu allen Menschen das höchste und wichtigste Gebot. Während laut Koran das Bekämpfen der Ungläubigen zur Eroberung der Welt durch den Islam die ehrwürdigste Pflicht darstellt. Umgang mit Sündern, Ungläubigen, Feinden und dem Bösen allgemein. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehst. Wahrlich, jene, die ungläubig sind unter dem Volk, der Schrift und die Götzendiener, werden im Höllenfeuer sein. Ewig werden sie darin bleiben. Diese sind die schlechtesten der Geschöpfe. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dem Dieb und der Diebin schneidet ihr die Hände ab als Vergeltung für das, was sie begangen haben und als abschreckende Strafe von Allah. Und Allah ist allmächtig, allweise. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Allahs Hass ist größer als euer Hass gegen euch selber, da ihr zum Glauben gerufen wurdet und ungläubig wart. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Peitscht die Unzüchtige und den Unzüchtigen gegebenenfalls jeweils mit 100 Peitschenhieben aus. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht meine Feinde und eure Feinde zu Beschützern, indem ihr ihnen Zuneigung gutmütig zeigt, wo sie doch die Wahrheit leugnen, die zu euch gekommen ist. Wer dir auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin. Und wer da ungerechterweise getötet wird, dessen Erben haben wir gewiss Ermächtigung zur Vergeltung gegeben. Doch soll er im Töten nicht maßlos sein, denn er findet unsere Hilfe. Nach dem Evangelium sind Gewaltlosigkeit, Vergebung und Versöhnung geboten. Während der Koran harte Bestrafung und Vergeltung fordert. Umgang mit Frauen. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Und jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Nach dem Evangelium soll sündigen Frauen genauso vergeben werden wie Männern, weil die Frau dem Mann ebenbürtig ist. Während der Koran die Männer über die Frauen stellt und ihnen auch deren körperliche Züchtigung erlaubt. Verhältnis zu Leid, Gewalt und Krieg. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen. Verflucht seien sie, wo immer sie gefunden werden, sollen sie ergriffen und rücksichtslos hingerichtet werden.
Denn wer zum Schwert greift, wird auch durch Schwert umkommen. Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt ihnen jeden Finger ab. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und wenn die heiligen Tage abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Ihr werdet hören von Kriegen und Gerüchten über Kriege. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Ihr aber werdet rückfällig werden bis zu dem Tage, wo wir euch den größten Schlag versetzen. Wahrlich, wir werden uns rächen. Nach dem Evangelium sind Gewalt und Krieg zu meiden. Während der Koran Gewalt und Krieg erlaubt und im Falle des Heiligen Krieges sogar ausdrücklich fordert. Was ist unrein? Nicht, was in den Mund hineinkommt, macht den Menschen unrein, sondern was aus ihm herauskommt. Verboten ist euch das Verendete, sowie Blut und Schweinefleisch und all das, worüber ein anderer Name gesprochen wurde als Allahs Name. Nach dem Evangelium sind die innere Haltung und die Gesinnung eines Menschen entscheidend und nicht, was er sich an Materie zuführt. Während der Koran religiöse Unreinheit eher an Äußerlichkeiten festmacht und das Böse weniger im Gläubigen selbst, sondern eher außerhalb sucht. Verhältnis zwischen Kirche und Staat, Verhältnis zu weltlicher Politik und irdischen Reichtümern. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Jünger darum kämpfen. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion Allah gehört. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Kämpft gegen diejenigen der Schriftbesitzer, die nicht zur wahren Religion gehören, bis sie ihren Tribut gedemütigt entrichten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Allah hat euch viel Beute verheißen, die ihr machen werdet, und er hat euch dies eilends aufgegeben. Nach dem Evangelium sind Kirche und Staat grundsätzlich voneinander verschiedene, souveräne Institutionen mit jeweils eigenen Aufgaben und Verantwortungsbereichen, die aber zusammen dem Allgemeinwohl verpflichtet sind. Während nach dem Koran Religion, Politik, Militär und Gesetzgebung ein untrennbares, totalitäres Gesamtsystem bilden. Gottes Verheißungen für die Menschen. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Jedoch, er lässt irre gehen, wen er will, und führt richtig, wen er will. Und so wird auch Freude im Himmel sein, über einen einzigen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte. Nicht wirst du die Blinden aus ihrem Irrweg leiten können. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt und beschimpft und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Und wer für aller Sache kämpft, alsdann getötet wird oder siegt, dem werden wir einen gewaltigen Lohn geben. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Füllen will ich die Hölle mit den Dämonen und mit den Menschen allzumal. Wenn sie auferstehen werden von den Toten, so werden sie sein wie die Engel im Himmel. Wahrlich, für die Gottesfürchtigen gibt es einen Gewinn. Gärten und Bärengehege und Mädchen mit schwellenden Brüsten, Altersgenossinnen und übervolle Schalen. Nach dem Evangelium ist das Himmelreich dem sich Bekehrenden und Glaubenden fest versprochen und mit irdischen Worten gar nicht beschreibbar. Während der Koran letztlich nur dem im Kampf für den Islam Sterbenden das Paradies wirklich garantiert und hiervon eine sehr weltliche Vorstellung hat. Im Übrigen wird der Muslim, im Gegensatz zum Christgläubigen, seinen Gott auch im Paradies nie sehen. Jeder entscheide nun selbst, ob Papst Benedikts bzw. Kaiser Manuels Äußerungen berechtigt oder unberechtigt waren und wähle selbst, wem er Glauben schenken möchte und wem nicht. Denn niemand kann zwei Herren dienen. In Paradies und